Hi, servus und willkommen auf muimate.de. Ich bin Juan und wir werden heute sehen, wie man Mate richtig zubereitet. Um Mate richtig zuzubereiten, brauchen wir erstmal eine Calabasse. Heute haben wir eine aus Metall, weil die einfach leicht zu reinigen ist. Dann haben wir die Bombilla. Die Bombilla ist eine Art Strohhalm mit einem kleinen Sieb unten, sodass man die Teeblätter quasi nicht mittrinkt. Dann haben wir noch unsere Muy Mate Tee. Dieses Tee ist Bio Mate Tee aus Brasilien, ohne Stiele und auch ohne Pulver. Also es ist perfekt für Anfänger. Und natürlich heißes Wasser. Dieses Wasser ist auf 80 Grad ungefähr gekocht. Erstmal nehmen wir die Calabasse und füllen wir die zur Hälfte mit Mate Tee. So. Wenn wir die Calabasse jetzt zur Hälfte befüllt haben, dann müssen wir schütteln. Es gibt ein bisschen Pulver in diesem Tee und wir wollen vermeiden, dass unsere Bombilla verstopft. Deswegen Hand drauf, ja, umdrehen und schütteln. Richtig kräftig und dann einfach senkrecht halten, sodass der Tee auf der einen Seite von der Calabasse bleibt. Jetzt Hand putzen, wie ihr seht. Und steht der ganze Tee auf der einen Seite von der Calabasse. Dann können wir einfach ein kleines bisschen Wasser von der oberen Seite aufgießen und ein bisschen warten. Normalerweise sind 2 Minuten hier. Danach nehmen wir die Bombilla und stecken wir es einfach auf die leere Seite von der Calabasse rein. Und dann machen wir so eine Bewegung quasi unter, um unter den Tee zu kommen. Also rein und dann unter den Tee die Bombilla reinschieben. Wenn die Bombilla einmal platziert wird, sollte nicht mehr bewegt werden. Das ist keine Suppe, also nicht umrühren. Und jetzt sind wir auch bereit, unseren Tee aufzugießen. Da, wo die Bombilla ist. Einfach das Wasser aufgießen, ja, bis es voll wird. Und fertig. Auf der hinteren Seite gibt es mehr trockenen Tee. Ja, das ist auch so gedacht, sodass ihr später auch ein kleines Reservoir habt, um Tee weiter zu trinken. Wenn ihr mehr über Mate Tee erfahren wollt oder ihr einfach Bio Mate Tee kaufen wollt, besucht uns auf muimate.de oder klickt auf den Link. Wir sehen uns im nächsten Video.